Wir begrüßen Herrn Göran Vogt von Vogt Ultrasonics heute hier auf dem Stand der Quality Engineering. Schönen guten Tag, Herr Vogt. Guten Tag. Herr Vogt, wodurch unterscheidet sich Ihr Unternehmen vom Wettbewerb? Ja, im Wesentlichen haben wir einen Wettbewerb, der zu den großen Unternehmen gehört. Wir unterscheiden uns dadurch, dass wir eben ein mittelständisches Unternehmen sind, mit dem wir sehr innovativ unterwegs sind, dem Kunden zuhören und letztendlich auch über Jahre lang betreuen. Sie haben das Thema Innovation angeschnitten. Was ist Ihr Erfolgsrezept? Ist Innovation das Erfolgsrezept? Nicht Innovation alleine, sondern es geht im Wesentlichen darum, dass Sie natürlich Innovation bringen müssen, um Applikationen zu lösen. Aber im Wesentlichen geht es bei uns darum, eine Applikation zu erfüllen, dem Kunden zuzuhören, zu wissen, was will er haben und dann ihm diese Lösung zu bringen. Und dann das zu einem Produkt zu machen, das er in seinem Unternehmen einsetzt. Letztendlich auch bis zum Schluss durch uns geserviced und unterstützt, sodass also er mit uns 10, 15, 20 Jahre zu tun hat. Wagen Sie doch bitte mal eine Prognose. Welche Entwicklung wird die zerstörungsfreie Bauteilprüfung bzw. Materialprüfung in der Industrie nehmen? Wir haben stetig Zuwachsraten, die sich in zwar einstelligen, aber guten Zahlen bewegt, unabhängig von irgendwelchen Marktschwankungen. Und in dem Rahmen wächst die zerstörungsfreie Bauteilprüfung in allen Bereichen, in allen Branchen, weil wir mehr und mehr dahin kommen, dass das Material dünner wird, dass die Bauteile leichter werden. Dadurch ist die Beanspruchung des Bauteils extrem höher. Also dürfen keine Fehlstellen drin sein in diesen Materialien. Und zum Schluss heißt es dann, okay, die Qualität muss gut sein. Und insofern haben wir da unseren Markt gesichert, auch wenn wir meistens am Ende der Nahrungskette stehen. Ende der Nahrungskette ist gut. Welchen Automatisierungsgrad erreichen Sie denn heute bei der Ultraschallprüfung? Also wenn Sie mit Sie unser Unternehmen meinen, dann, sind wir, dann sind wir auf dem Weg Industrie 4.0 eigentlich schon einen Schritt weiter. Also unsere Produkte sind vernetzt im Unternehmen. Wir bekommen zu dem Bauteil, was geprüft werden muss, bekommen wir die ganzen Daten aus der Vorproduktion. Wir checken die Daten in unserem System. Ist das Bauteil so weit, dass es bei uns geprüft werden darf? Sprich, unsere Anlage nimmt das Bauteil nur an, wenn es entsprechend fertig dafür ist. Und wir prüfen die Daten, geben die Daten dann mit dem Bauteil weiter. Das folgt dann mit Data Matrix Code, mit SCADA, mit irgendwelchen Interfaces, von der einfachsten SPS angefangen bis zu Hostrechnern werden die Daten verfolgt und weitergegeben. Also komplette Vernetzung. Herr Vogt, schönen Dank für diese Informationen und vor allem noch viel Erfolg hier auf der Control 2016. Dankeschön.